Motorsportfreunde, wir sind heute in Saalfelden am Steinernen Meer, am neuesten Experience Center vom ÖAMTC. Und es gibt einige Highlights. Und neben mir ist der Alexander Strobel, Veranstalter von den Track Days am 16. 17. Oktober. Nur ganz kurz im Hintergrund, Manuel Reuter, der zweifache Le Mans-Sieger, fährt sich schon ein, den hören wir dann auch noch. So, Alex, ganz kurz, deine Idee ist entstanden, du hast mich angerufen, sagst so, können wir was machen miteinander, du bist das für das Hotel zuständig, ich für die Auto. Was gibt es Neues, was kannst du erzählen über die Strecke? Du bist jetzt mit einem WRC da einige Runden gefahren, dann ganz kurze Worte von dir. Ja, danke Peter. Der Ausgangspunkt war in diesen schwierigen Zeiten, dass wir auch fürs Hotel eine gewisse Auslastung in der schwierigen Zeit zustande bringen. Und dann haben wir eben diese tolle Möglichkeit vom ÖAMTC genutzt, die Strecke anmieten zu dürfen. Und ich glaube, wir werden viel Spaß haben und die Teilnehmer ebenso. Wir haben jetzt innerhalb von 14 Tagen 50 Nennungen, Anmeldungen. Und was ein Wahnsinn ist, muss ich sagen, Schorsch Bacher, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, 5 Fahrzeuge von ihm sind am Start und das finden wir schon richtig geil. Peter, aber du musst eins dazu sagen, so schade es ist, wir dürfen wirklich keine Zuschauer bei uns zulassen. Wir werden es per Videos so toll dokumentieren, aber bitte haltet euch dran. Also das wollte ich nur kurz erwähnen auch. Also wir haben tolle Autos, wir dürfen definitiv, Auflagen von der Behörde, keine Zuseher. Es wird geliefert per Facebook, per Internet, alles Mögliche, gefilmt, fotografiert. Also, liebe Freunde, es tut uns leid, wir würden euch gerne das Ganze zeigen, aber ich hoffe, dass wir das Ganze wiederholen können. Es ist nur ein Probelauf. Klein, aber fein, aber nächstes Jahr wird es besser. Manuel Reuter, danke, dass du heute zu uns gekommen bist. Wir sind in Saalfelden am ÖAMTC Experience Center am neuesten. Manuel Reuter ist bekannt, zweifacher Le Mans-Sieger, TTM, 200 Rennen gefahren und ich glaube, man braucht nichts erzählen, ist eine Legende. Am vergangenen Wochenende hat er wieder kommentiert, das Le Mans-Rennen. Also Manuel, ganz kurz, was sagst du zur Strecke, zu der neuesten Strecke von ÖAMTC Experience? Mit was glaubst du, können wir hier fahren? Du als Profi, bitte deinen Eindruck über die Strecke. Also es ist erstmal schon toll, dass wir überhaupt in der heutigen Zeit noch sowas hier darstellen können. Da muss man, glaube ich, großes Kompliment an Brandlhof und an ÖAMTC machen, dass sowas überhaupt noch darstellbar ist. Eine tolle Strecke, tolles Layout, das Gelände ist kopiert, man hat verschiedene Streckenvarianten, man kann sogar links und rechts rumfahren, also gegen Uhrzeigersinn. Also muss ich sagen, der erste Eindruck ist sehr gut. Okay, also wir haben jetzt unter den Nennungen zwei Formel-1-Auto. Ja. Und auch ein Le Mans-Auto von Audi. Bist du der Meinung oder können diese Fahrzeuge hier fahren? Ist es möglich, auf dieser Strecke zu fahren? Ja gut, wir haben im Moment auch so ein bisschen die Diskussion generell im Motorsport, diese Retortenstrecken mit riesigen Auslaufzonen, mit Parkplätzen dahinter. Das ist halt hier eine richtige Rennstrecke für Männer noch. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich im Dreck, habe richtig tolle Randsteine. Und deswegen, also meine Generation kann ja mit Sicherheit mit allen Autos fahren. Sagen wir mal, die ganz jungen Burschen, die aufwachsen im Simulator, die tun sich vielleicht ein bisschen schwer, weil die nicht diesen Auslauf haben. Aber prinzipiell würde ich sagen, du kannst hier mit allem fahren. Du musst halt wie immer Respekt vor den Autos von der Strecke haben. Und ja, toll, dass wir sowas hier haben. Ja, es geht ja um kein Rennen, wir haben ja nur Track Day. Logisch. Und just for fun. Und ich sage, man fährt solche Formel-1-Auto kennt man von der Rennstrecke Salzburgring, Red Bull Ring. Hier sind wir auf einer Teststrecke vom ÖAMTC. Ne? Und ich sage, da soll jeder seine Freude eigentlich haben. Ne? Dass du dicke Eier brauchst, das müssen wir. Genau, aber wie gesagt, Teststrecke ist eins, aber das hat ja diesen Charakter einer Rennstrecke, einer kleinen Rennstrecke. Wie gesagt, mit den richtigen Randsteinen, dahinter gibt es keine Auslaufzone. Also ich finde es toll, dass sowas dargestellt würde. Und es ist ja mittlerweile auch unter den Fahrern, ich bin ja auch in der FIA Driver Commission, da reden wir wieder zu dem Thema Back to Natural Track Limits. Und das sind Natural Track Limits. Ein richtiger Randstein und dahinter ist eine Wiese oder ein Kiesbett. Also so muss es sein. Also für richtige Fahrer. Ganz genau. So ist es. Manuel, danke. Ja, fahrerisch schon richtig anspruchsvoll, muss richtig arbeiten hier. Langsam machen, wird ein bisschen gearbeitet und dann wieder hinter. Spitzkehre, schönes Übersteuern raus.
aber im Moment ein bisschen wenig Grip. Hier wieder auf Camber geht es hier raus in die Senke. Boah, merkst du richtig hier drüber, schön innen bleiben. Der leichte Senke, zack. Oben auf der Kuppe den Gang runter, auch schön zum Umsetzen kann man das nutzen und dann hier wieder im Drift raus. Und das war jetzt mal die Variante hier. Ganz kurz, Frankie, du bist jetzt mit Manuel Reuter, zweifachen Le Mans-Sieger, auf der neuen Experience-Strecke in Saalfelden mitgefahren. Was ist dein Eindruck oder was kannst du sagen bezüglich Supermoto, wo ihr mit einer ganzen Truppe kommt? Das Erste muss ich mal sagen, der Manuel ist ein Rennfahrer. Also das war sehr beeindruckend. Speziell jetzt hat es leicht zu regnen begonnen und der beherrscht das Gerät richtig gut und das hat man schon gesehen. Der Manuel, der hat da Spaß und der beherrscht das Gerät von A bis Z. Okay, was sagst du zum Grip von dem neuen Asphalt? Grip muss ich sagen, der ist sehr auffällig gegenüber dem alten Zentrum, ein sehr großer Grip. Ist natürlich für uns, für die Motorradfahrer sehr, sehr wichtig auch. Und schauen wir, sollte es regnen, gibt es Regenreifen, aber optimal, würde ich sagen. Super, wir freuen uns schon drauf. Ja, ich freue mich auch.